Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Knights and Dragons German. Ja, wir haben Samstag, ziemlich spät am Abend, aber ich dachte mir, hey, wenn du noch wach bist, wenn jetzt gerade die Kinder gut schlafen, machst du doch mal ein bisschen Aufnahme und guckst mal, was du so tun kannst. Ja, ich habe mir Folgendes überlegt. Ich möchte mit euch mal 2, 3 Arima-Kämpfe machen. Ich wurde sehr oft gefragt. Eigentlich war ich ja der Meinung, hey, zum Schluss sieht da irgendjemand einen Spieler, gegen den er dann auch kämpft. Der hätte dann Nachteile, weil er... Aber ganz ehrlich, bei den vielen Spielern, was soll's, ja? Also ich habe hier noch keine Punkte gemacht und überhaupt. Wir gehen einfach mal hier zu Kampf und gucken mal, gehen mal zu größter Fan. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Den greifen wir auch gleich an. Wir gucken gerade nochmal nach unserem Team. Das würde ich gerne noch ein bisschen umgestalten. Die Mono-Mystik finde ich eigentlich ziemlich gut. Und eigentlich dachte ich auch, ich hätte noch eine andere Route. Nehmen wir das hier. Ich denke, da sind wir ganz nett aufgebaut. Ja, dann schauen wir mal. Ja, das müsste zu schaffen sein. Vor allen Dingen, weil wir hier zweimal die passenden Elemente haben. Das, ja, wenn es überhaupt noch nötig wird, dass die Druidik mit draufhaut. Ja, so haben wir unseren ersten Kampf gewonnen und bekommen auch gleich ein paar Punkte und verdienen natürlich auch gleich was. Hier nehme ich die erste Dingens. Bei 600 dann das und so weiter. Ich meine, das kennt ihr alles aus dem... ja. Und hier hinten kriegt man sogar eine Legendary-Rüstung. Ist jetzt halt die Frage, ob man das braucht oder nicht braucht. So, wir akzeptieren das. Und hier haben wir halt bei 3 Siegen dann das. Und dann geht's halt hier immer weiter hoch, bis man hier oben sogar eine Fusionsboost bekommt. Ja. Da bleiben wir doch. Also ich habe mir angewöhnt, meistens von unten anzufangen, wenn ich überhaupt mal Fights mache, ja. Auf die jeweiligen Ränge könnt ihr eigentlich euch nicht unbedingt verlassen. Weil ich jetzt trotzdem lieber mal den hier nehme. Also da sind auch manchmal Hammer dabei, die halt ziemlich weit hinten stecken, ja. Also ich behaupte jetzt mal, dass meine Ausrüstung zum Beispiel auch nicht die schlechteste ist und trotzdem stehe ich meist in den Rängen sehr, sehr weit hinten, weil ich halt einfach nicht fighte, ja. Ja, hier hat es jetzt nicht ganz so gut gepasst von den Elementen her, aber hatte ich ja das Glück, dass ich meine Epic Plus habe. Dann halt auch ein bisschen was für mich gerissen hat, ja. 2 Siege für die Siegesserie. Nehmen wir jetzt hier die 18.000. Es gibt da wohl auch irgendwelche Tricks, dass man irgendwie aus dem Spiel rausgeht, wieder reingeht und dann kriegt man wohl ähnliche Gegner, wie man vorher schon hatte und kann da so ein bisschen, ja, cheaten will ich es jetzt nicht nennen, aber Bug-Using machen oder wie auch immer. Ob es das wirklich bringt, weiß ich nicht. Habe ich ehrlich gesagt nie so richtig hinbekommen, ausprobiert. Ich habe dazu auch ein schlechtes Gedächtnis, ja, und weiß dann immer nicht, gegen wen ich gekämpft habe und vor allen Dingen mit was für Knights der dann da, ja. Im Augenblick läuft es relativ gut. Bin ich eigentlich fasziniert. Wobei, die ersten paar Gewinnstufen habe ich meist schon geschafft, aber habe dann halt später immer ziemlich verloren. So, jetzt hier machen wir auf jeden Fall mal den Powerschlag, sonst hätte es jetzt doch wieder alt ausgesehen. Hier, die Rüstung war ganz gut und von den Elementen her hat es nicht so ganz gepasst bei mir. Ja, aber drin ist drin, ja, und ich hatte jetzt auch vor, einfach mal mit euch zu gucken, wie weit ich da in der Gewinnstufe nach oben komme. Das würde mich dann nämlich auch mal interessieren. Ach, die Composition Armor, oder wie auch immer sie nochmal hieß. Oh. Dafür, dass mein Element eigentlich das passende war, da war die Kommodo bestimmt auf Plus oder so. Auch da hat er jetzt gut reingehauen. Gut, dann nehmen wir auch wieder einen Powerschlag. Also ihr merkt, es wird halt mit der Zeit immer schwieriger. Also nicht mit der Zeit, man kann natürlich auch gleich im ersten Fight auf einen schwierigen Gegner treffen, aber ihr wisst, was ich meine. Und natürlich wäre die Sache voll ausgereizt, wenn man natürlich jetzt immer, sagen wir mal, 8 Minuten, 9 Minuten warten würde, sodass sich die Dings hier oben auffüllen, wenn man nicht sowieso schon, wie ich jetzt, weit über Maximum ist, ja. Also hier sind wir noch bei 3000, 3000, 5000, wir nehmen jetzt einfach hier den 4000er.
Und treffen natürlich auch gleich auf einen ziemlichen Hammer. Das kann Eiter werden. Weil hier war das Element praktisch gut gegen unseres. Da hatte unseres aber hier jetzt noch gut reingehauen. Gut, da hat er eigentlich auch ein gutes Element und macht natürlich noch einen Powerschlag. Den geben wir ihm natürlich gleich zurück. Jetzt hier mit Luft ist er natürlich auch wieder hier gegen mehr Schaden machend. Aber die sollte es dann genau. Schön. Ja, ich kommentiere das ein bisschen. Mir ist klar, dass die meisten, die meine Videos gucken, sich in Knights and Dragons einigermaßen auskennen und dementsprechend nicht unbedingt von mir erklärt brauchen, welches Element gegen welches schwach ist und überhaupt. Vor allen Dingen, weil es mir dann auch meist peinlich ist, wenn ich dann was falsch erkläre. Gut, hier haben wir jemanden, der sehr viel Mystik mit drin hat, sehr viel überhaupt Epics hier. Gut, das könnte ich verlieren, das tue ich verlieren. So, das war jetzt praktisch das mehr oder weniger kleine Special. Nee, jetzt möchte ich nicht kämpfen. Jetzt möchte ich eigentlich weinen gehen. Also so geht's mir eigentlich immer. Ich habe auf meinem Tablet-Charakter, glaube ich, den einzigen Charakter, wo ich das wirklich bis hoch zu 40 geschafft habe mit der Siegesserie. Da gibt es ja auch ein Quest dazu. Was haben wir denn hier? Ja gut, von DDK. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es die Gilde ist, die wir... Nee, kurz. Okay, Level 19. Ja. Warum Level 19? Das ist ja auch immer mal wieder... Entschuldigung, dass ich jetzt hier gerade eben auch so ein bisschen gestockt habe. Ist ja auch immer so eine Frage, wie es sein kann, dass zum Beispiel in Level 19 auf Platz 1 stehen kann. Es wird von dem Programm, wie auch immer, ausgewürfelt, wer Chancen hat gegen wen und dementsprechend wird dann halt auch... die Fights angezeigt, also die Fights zugeteilt. Und wenn man jetzt mal guckt, ich mit meinen Werten hier, ich müsste eigentlich gegen solche Leute kämpfen, die eigentlich hier mit 3-Sterne-Rüstung und alles, aber nein, ich bekomme als Gegner, bekomme ich Leute mit 3 Epics, 3 Hammer-Epics, wenn ich das mal so sagen darf, zumindest waren das ja neuere. Da bin ich natürlich mit meinem meist fusionierten Zeug und der einen Plus-Rüstung, ja, das sollte man auch nicht überbewerten, wobei das ja auch schon wieder eine ältere Plusrüstung ist, also sprich ja, also kommt man da halt auch nicht wirklich weit, ja, meiner Meinung nach. Oder man muss halt genug Geld dafür ausgeben, also Gems. Ja. Das ist voll fürchterlich. Sobald ich anfange hier Aufnahmen zu machen, fange ich an zu gehen wie sonst was. Gut, das war jetzt eigentlich das Ganze, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist jetzt endlich mal dieses, mach doch mal ein paar Fights. Ich habe mir auch vorgenommen, vielleicht doch tatsächlich auch mal Fights gegen Leute aus meiner Friendlist zu machen. Da werde ich dann ein paar von weiter oben nehmen, ein paar aus der Mitte und ein paar von unten oder so, damit ihr mich verlieren seht, vielleicht gewinnen seht und vielleicht sogar dann sich ziemlich sicher gewinnen seht. Ja, das soweit so gut. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Der Gildenkrieg läuft ja im Augenblick noch. Ich wünsche euch gute Platzierungen, aber am besten natürlich hinter den 2 Gilden, wo meine Charaktere drin sind. Nein, also ich glaube, ich werde dieses Mal in keiner Gilde sein, die Top 25 wird. Da fällt mir gerade ein, das war ich noch nie. Okay, also tschüss, bis dann, euer Eid.